Herzlich willkommen pünktlich zum Frag selbst und euren Fragen an den grünen Co-Vorsitzenden Omid Nuripur. Ist hier in Berlin auch die Sonne rausgekommen. Ganzen Vormittag war es kalt und bewölkt. Jetzt haben wir hier Spitzenwetter und legen gleich los, Herr Nuripur, damit wir möglichst viele UserInnen-Fragen heute schaffen. Und Andreas Wende hat uns über Twitter geschrieben, vielen Dank dafür. Wieso sollen mit der Gasumlage ausgerechnet die Verbraucher, die eh schon am meisten unter den hohen Gaspreisen leiden, zusätzlich noch die Gasversorger überretten, schreibt er. Weil wir es uns nicht leisten können, dass die Gaseinkäufer kollabieren. Wenn wir das steuerfinanzieren, was mit der Schuldenbremse, die wir falsch finden in diesen Zeiten, nicht geht, aber wenn wir das steuerfinanzieren, dann heißt es, dass auch diejenigen, die unter den massiv angestiegenen Ölpreisen beispielsweise leiden, das mitfinanzieren müssen. Auch das hätte eine Gerechtigkeitslücke. Aber es ist richtig, dass es nicht geht, dass diejenigen daran verdienen, also die Unternehmen daran verdienen, die eigentlich gar nicht in Not sind. Und das werden wir ändern. Ja, da steht der Robert Habeck gerade in der Kritik, um das nochmal aufzuheben. Und die Frage ist, kriegt er das noch hin, das zu retten? Weil juristisch scheint das sehr heikel. Das ist heikel, weil es ein Gleichbehandlungsgebot gibt. Und wenn die Unternehmen alle dasselbe machen, kann man nicht sagen, die einen ja, die anderen nein. Aber daran arbeitet er, dass dafür eine Lösung zu finden. Jenseits davon brauchen wir natürlich auch eine Übergewinnsteuer für die Unternehmen, die jetzt gerade sich extrem daran bereichern, dass die Leute in Not sind und dass es eine Krise gibt, und das geht nicht. Nachfrage von Leon Key über Instagram. Dazu soll die Gasumlage nicht besser komplett gestoppt werden, bevor sie zum Fiasko wird? Wenn wir komplett stoppen und nicht gegenfinanzieren, haben wir 34 Milliarden und dann haben wir ein Fiasko ohne Ende, weil wenn die Einkäufer zusammenbrechen, kollabiert das gesamte Gasliefersystem und dann haben wir kein Gas mehr, und das geht nicht. Rolf Krämer widmet sich einem anderen Thema und möchte wissen, kommt die Liberalisierung von Cannabis noch in dieser Wahlperiode und woran hängt es? Fragen sehr viele, deswegen kommt es auch gleich zum Anfang. Kommt, steht im Koalitionsvertrag, es gibt überhaupt keinen Dissens. Die zuständigen Häuser, federführend ist der Justizminister, arbeiten dran. Ich habe da keinerlei Grund anzunehmen, dass es nicht kommt. Sonja Freshman will wissen über Instagram, am Mittwoch endet ja das 9-Euro-Ticket. Das war, sagt sie, eine praktische Entlastung für viele Menschen und auch gut für das Klima. Sie findet es nicht gut, dass es bis jetzt keine Nachfolgeregel gibt. Wie geht es weiter? Sie hat recht, und wir drücken und arbeiten daran, dass es eine Lösung gibt für danach. Es ist dringend notwendig, und es reicht nicht nur zu sagen, wir machen einfach einige wenige Tarife bundesweit. Es muss auch zueinander passen und die Preise müssen auch runter. Der Bedarf ist riesig. Aber was machen Sie denn, wenn der Lindner einfach sagt, nein, machen wir nicht? Der zuständige Minister Wissing sagt ja. Und Lindner sagt, Mensch, das hast du aber gut erfunden. Ja, das ist ja spannend, wer alles jetzt das erfunden haben soll. Aber wenn das hilft, dass Wissing das erfunden hat, dann hat es Wissing erfunden und dann wollen wir die Nachfolge. Ja, und der Kanzler sagt, es war vielleicht die beste Idee der Ampel. Ich stimme zu. Warum aber ist das dann nicht längst beschlossen? Weil es bisher Widerstände gab, die hoffentlich jetzt in der Praxis auch jetzt dahinscheiden. Man sieht, das ist ein Riesenerfolg. Man sieht auch jetzt die neueren Studien, die zeigen, dass das Verhalten der Leute, sich zu bewegen in der Mobilität, auch verändert haben. Alles gut, es braucht jetzt dringend eine Lösung. Kai E. fragt über Instagram, wofür habe ich die Grünen gewählt, wenn ich stattdessen Liberalismus bekomme? Wie kann es sein, dass die kleinste Koalitionspartei eindeutig den Kurs der Regierung bestimmt? Den Eindruck haben ja einige, wenn es zum Beispiel ums Thema Corona geht. Die einen haben Eindrücke, wir haben Ergebnisse. Die Ergebnisse sind aus unserer Sicht, gerade in Kriegszeiten, die sehr herausfordernd sind, gut. Wir haben das größte Paket für den Ausbau der Erneuerbaren seit zig Jahren auf den Weg gebracht. Wir haben Mindestlohn, von dem 6 Millionen Menschen auch profitieren, jetzt angehoben. Wir haben das 9-Euro-Ticket auf den Weg gebracht und vieles andere mehr. Und die Bilanz, die wir sehen in der Ampel, ist eine, die auch meine Partei stolz macht. Aber Herr Nuripur, man muss schon mal noch mal fragen, haben die Liberalen nicht möglicherweise einen strukturellen Vorteil gegenüber den Grünen, weil deren Parteichef auch direkt am Kabinettstisch sitzt? Nein, das ist eine Frage der Abstimmung, und die Abstimmung mit unseren Regierungsmitgliedern und mit unseren Fraktionsvorsitzenden ist mehr als täglich. Wir reden sehr viel miteinander und sind einhellig, und das ist auch gut so. Shazam,
Sadi 1 über Instagram hat uns geschrieben. Und wir wissen, die Ampelparteien, insbesondere Grünen, haben ja vor der Bundestagswahl von der Erleichterung der Einbürgerung für ausländische Fachkräfte gesprochen. Wann wollen Sie dieses Versprechen umsetzen? Wir haben ja eine Veränderung des Staatsbürgerschaftsrechts im Koalitionsvertrag und sind im Gespräch auch miteinander, auch mit dem zuständigen Haus von Nancy Faeser, dass das jetzt bald kommt. Meines Wissens gibt es schon erste Entwürfe. Ich hoffe, dass wir das sehr schnell auf den Weg bringen. Wir springen ein bisschen in den Themen, aber es kommen eben die unterschiedlichsten Themen auch rein. Petra Heinsohn hat uns per E-Mail geschrieben. Vielen Dank. Wann tun die Grünen, also vor allen Dingen Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister der Grünen, und damit die Bundesregierung, endlich etwas gegen Massentierhaltung? Also da passiert sehr viel. Es gibt jetzt 1 Milliarde, die eingestellt ist im Haushalt als Zuschuss für die Betriebe, damit sie auch einen Stall umbauen können. Und da passiert jetzt sehr viel. Aber es ist halt ein sehr dickes Brett. Und wir haben viel zu lange Massentierhaltung in diesem Land gehabt. Und das kriegt man auf die Geschwindigkeit nicht behoben. Aber nicht nur Cem Özdemir, sondern viele andere arbeiten in dieser Regierung daran, dass wir das so schnell wie möglich endlich beenden. Ute Paul möchte wissen, hat uns über Facebook geschrieben, ist die Zahl der Sitze, 736 sind es, im Bundestag angemessen oder wird endlich mal über eine Reduzierung nachgedacht? Ich kann einen Teil schon beantworten, ja, es wird nachgedacht, aber die Ampel hat auch noch nicht geliefert, beziehungsweise es müssen ja alle Parteien zusammen machen. Wann kommt das? Es gibt einen Entwurf der Ampel und es gibt Gespräche mit der Union und es gibt auch die klare Maßgabe an die Union, dass man sich, wenn man das Gespräch weiterhin verweigert, dass man das Wahlrecht auch so bereit wäre zu ändern, was nicht wünschenswert ist, aber wir müssen vorankommen. Und wir haben ja auch in der Union viele Leute, in der CDU, die verstehen, warum es so sein muss, aber wir haben halt in der CSU Partikularinteressen, die das bisher blockieren. Und ich hoffe, dass Friedrich Merz diese Blockade auch aufgehoben bekommt, damit wir miteinander zu einem Wahlsystem kommen, was eben auch verständlich ist für alle, die da reinschauen und nun sehen, das sind nicht einfach jedes Mal an unterschiedliche Zahlen von Abgeordneten da drin und dass die Zahl auch immer weiter wächst. Das ist nicht hinnehmbar. Yannick Noah hat uns geschrieben, Yannick über Instagram, Noah ist wahrscheinlich nicht der, den wir jetzt meinen. Wieso stellen Sie sich in einer Notlage gegen den befristeten Weiterbetrieb der Atomkraftwerke? Wir tun das nicht. Wir haben einen Stresstest. Und wenn das helfen würde, dann würden wir das machen. Aber es gibt auch andere Methoden. Wir sollten mal den Stresstest abwarten. Aber wir versperren uns nicht gegen eine notwendige Sicherung der Energie, sondern das ist die höchste Priorität und die wichtigste Aufgabe von Robert Habeck. Aber machen Sie es noch mal ganz deutlich. Sie sperren sich möglicherweise, muss man sagen, nicht gegen die Verlängerung bis Ende dieses Winters. Aber Sie sperren sich auf jeden Fall gegen eine Verlängerung etwa bis 2024. Auch ja, das haben ja die Liberalen schon gleich ins Spiel gebracht, als sie gemerkt haben, die Grünen sind möglicherweise doch gesprächsbereit. Wenn ich das mal ein bisschen zuspitzen darf, es ist ja ganz viel zum Beispiel Markus Söder, der das macht. Markus Söder hat sich in dieser Frage mit dem Wind mehrfach schon gedreht. Wenn er den Wind mal in Windräder in Bayern, die es nicht gibt, stecken würde, dann wären wir deutlich weiter. Das Problem ist Bayern und die Netzstabilität dort, weil die CSU alles verweigert hat, bis hin zu Trassen, beispielsweise aus einem Überproduktionsland Niedersachsen, damit da auch Strom hinkommen kann. Da brauchen wir eine Lösung. Wir werden nicht verlängern und auch nicht verlängern brauchen. Ob wir ausbrennen müssen bei dem einen AKW in Bayern, also ein paar Tage länger, das zeigt der Stresstest am Ende, aber ich sehe das nicht kommen. Und 24 aber auf keinen Fall. Das ist abstrus. Ich meine, Europa redet gerade darüber, was in Zaporizhzhia passiert. Das ist höchster Grund zur Not. Und jetzt wird von der Renaissance der Atomkraft geredet. Das macht keinen Sinn. Wie groß ist denn Ihre Angst vor einem Super-GAU dort in der Ukraine und was würde das bedeuten, auch für die Debatte jetzt? Das ist ja mehrfach beängstigend zu sehen, dass die Russen die internationale Atomenergiebehörde da nicht reinlassen. Das ist auch beängstigend, was man so hört, dass da in Kellern gefoltert wird. Es ist unerträglich, das alles zu sehen. Und das ist das eine AKW, was am größten ist, Sie haben es beschrieben. Und wenn da was schief geht, dann ist hier eine sehr, sehr große Not, eine sehr große Kontamination für sehr viele Staaten, weit über die Ukraine hinaus. Und wir werden wahrscheinlich auch betroffen. Und deshalb gibt es da wirklich, wenn es ein Thema gibt, wo man Angst haben sollte, und Putin lebt ja von Angst und wir sollten uns davon nicht anstecken lassen, dann ist es das. Halten Sie Tipps zum Energiesparen, möchte Dante Matteo Ecker über Twitter wissen, wie von Robert Habeck und anderen grünen Politikern für symbolisch richtig. Es geht darum, dass man einfach beschreibt, wie man selber macht. Ich sage jetzt doch noch ein Beispiel. Ich habe nicht gewusst, dass man wirklich, ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, aber signifikant Energie spart, wenn man beim Wasserkochen auch so ein bisschen Deckel erstmal drauf hat auf dem Topf.
Meine Frau hat es mir immer gesagt, jetzt habe ich Zahlen gesehen, die ich jetzt nicht mehr erinnere. Wir sind gewaltig. Es geht nicht darum, dass wir den Leuten Vorschriften machen. Aber Spartipps in Zeiten, wo man sparen muss, sind jetzt nicht verkehrt, oder? Das nervt aber viele. Wenn man zum Beispiel hört, man kann sich doch auch mit dem Waschlappen nur waschen oder man kann ja auch kalt duschen. Da sagen viele, das entscheide ich bitte schön immer noch selber. Nein, das entscheidet. Kretschmann entscheidet nicht, wie die Leute ihre Körperhygiene betreiben. Das hat er auch nie vorgehabt. Er hat einfach von der Erfahrung beschrieben, die ältere Generation, wir haben es im Beitrag gesehen, ja auch gemacht hat. Und einfach daran erinnern, dass es auch so geht und dass man Topf auch mit dem Deckel auch schneller dann heiß kriegt. Daran ist nichts falsch, das macht die Verbraucherzentrale seit Jahren. Wir müssen in diesem Winter 20% Gas einsparen. Und da geht es nicht darum, Vorschriften zu machen, aber ich bin froh um jeden Tipp, wie es ginge. Also grüne Verbraucherzentrale? Nein, nicht die grüne, nein, die Bundeszentrale für Verbraucherschutz. Verstanden. Heike Abdulkadir hat über Facebook geschrieben, was genau hat die CO2-Steuer bis heute bewirkt? Sie sollte ja helfen, das Klima zu retten. Ja, das sind viele Beiträge, die kommen müssen und die CO2-Bepreisung ist ein Teil davon. Und wir haben ja auch darüber uns sehr stark auseinandergesetzt, sowohl in unserer Programmatik als auch im Koalitionsvertrag. Es ist am Ende des Tages so, dass der Klimaschutz sehr oft an Stellen auch scheitert, wo die Preise künstlich verbilligt worden sind. Ich habe das auf meiner Tour jetzt auch durch Deutschland gesehen, der zentrale Treiber von Nachhaltigkeit, von Einsparung in den Unternehmen sind die Preise. Es geht nicht darum, dass wir jetzt künstlich verteuern, aber diese permanente Verbilligung über Jahrzehnte, was auch zum Beispiel zu sehen ist an den billigen russischen Gas, das ist natürlich ein Problem gewesen und das ändert sich gerade. Allerdings darf es nicht zu harten Maßnahmen und zu großer Belastung für die Leute kommen. Die Belastungen sind hier ein Riesenthema, weil sich die Menschen fragen, wie kommt man jetzt über den Winter, lässt sich das alles noch bezahlen? Und Jan Weigel stellt eine provokante Frage über Facebook. Wann öffnet ihr endlich mal Nord Stream 2, die Pipeline, damit Energie bezahlbar bleibt? Das wird nur nicht sein. Wenn wir Nord Stream 2 morgen öffnen, dann haben wir noch eine Pipeline, aus der nicht Gas kommt. Wie wir es gerade in Nord Stream 1 ja reduziert sehen, in wenigen Tagen wieder komplett. Wofür brauchen wir? Wir können auch sagen, wir bauen jetzt noch 10 weitere Pipelines nach Russland. Wenn kein Gas kommt, kommt kein Gas. Da hilft keine Pipeline. Das Einzige, was dann passieren würde, wäre eine weitere europäische Spaltung, weil Nord Stream 2 gegen die Interessen von Polen, den baltischen Staaten und vor allem der Ukraine gerichtet ist. Aber nochmal konkret nachgefragt, was wird die Ampel denn jetzt konkret machen, um die Energiepreise zu senken? Wir arbeiten an den Entlastungspaketen und wir arbeiten wie verrückt, muss man sagen, an Gasreserven, die funktionieren. Die Befüllung der Gasspeicher geht gerade mit einer Rekordgeschwindigkeit. Wir sind jetzt bei 82%. Das ist, glaube ich, die Tageszahl ungefähr. Und hoffentlich kommen wir, solange es noch irgendwie wärmer ist, dahin, dass wir über 90% kommen. Und dann würden wir gut über den Winter kommen. Und dieses Entlastungspaket wird jetzt nach der Kabinettsklausur in Meseberg dann verkündet? Wir werden zusammensitzen im Koalitionsausschuss sehr bald und dann werden wir miteinander besprechen und ein Paket auf den Weg bringen, wie wir ja schon zwei Pakete auf den Weg gebracht haben in Höhe von 30 Milliarden, das hoffentlich weiter entlasten. Schnellfragen gibt es auch beim Frag selbst, die wollen wir mal ganz schnell hier abhandeln. Sie wissen, schnelle Frage und vor allen Dingen schnelle Antwort, ja oder nein. Kobold oder Kobalt? Kobold. Aber ich verstehe den Sinn der Frage nicht, aber wenn ich jetzt mal, ich glaube, hätte ich Kobalt gesagt, wäre der Unterschied nicht größer, oder? Ich nehme Kobold. Frau Baerbock wollte Kobalt nehmen, hat aber Kobold genommen, das ist der Hintergrund. Ukraine schon kurzfristig in die EU aufnehmen. Ich glaube, dass das kein richtiges Zeichen wäre an die anderen, die seit Jahren teilweise warten, aber es ist eindeutig, Ukraine gehört zur EU. Sind Sie gläubig? Ja. Kann ein Vielflieger Umweltschützer sein, ja oder nein? Nein, aber es geht nicht um Einzelleute, sondern um strukturelle Einsparungen. Wann waren Sie zuletzt bei einem Eintracht-Fußballspiel der Frauen? Ich war noch nie bei einem Eintracht-Fußballspiel der Frauen, habe aber sehr viele unglaublich bereichernde Gespräche führen dürfen mit den Spielerinnen am Rande eines historisch einmaligen, wichtigsten Fußballspiels der Geschichte der Menschheit, nämlich dem Finale in Sevilla, wo wir gewonnen haben. Das ist zu lang die Antwort. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Aber das ist es wert bei dem Thema. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Ich habe gelesen Die sonderbarsten Menschen der Welt. Leben wir in zu großem Wohlstand, ja oder nein? Nein. Wann, was soll Diesel im Jahr 2025 kosten? Das ist hoffentlich bezahlbar und hoffentlich outfading.
auslaufend, heißt es auf Deutsch, glaube ich. Lieber mit Olaf Scholz wandern im Allgäu oder mit Christian Lindner saunieren auf Sylt? Allgäu. Olaf Scholz. Das hat aber nicht nur mit den Personen was zu tun. Was nach der nächsten Bundestagswahl lieber nochmal Ampel oder Schwarz-Grün? Grün vorn. Damit sind wir durch und kommen zu Ihrem Spezialgebiet Außenpolitik. Carilli hat über Instagram geschrieben und möchte wissen, warum liefert ihr, also die Ampel, Waffen in Krisengebiete? Weil die Ukraine ein völkerrechtlich verbrieftes Recht hat auf Selbstverteidigung. Liefern wir genug? Es geht mehr, wir arbeiten dran. Sie haben ja im April. Achso, wir sind nicht mehr in der Kurzraterunde. Ne? Ich kann auch jetzt. Okay. Ein Ringtag nach dem anderen vereinbart. Ein Ringtausch nach dem anderen vereinbart. Und da, wo der nicht funktioniert, muss man schauen, ob man nicht aus den Beständen der Bundeswehr und der Industrie liefert. Da sind sehr viele Leute dran. Olaf Scholz hat dieser Tage ja nochmal für 500 Millionen, auch für eine halbe Milliarde auch angekündigt zu liefern. Und das ist auch gut so. Sie waren ja mal für die Lieferung der Marder. Die sind nicht genehmigt worden. Sind Sie da immer noch für? Es ist notwendig, von Tag zu Tag zu gucken, was geht und was gebraucht wird. Und sagen wir mal, die Hilfeleistung, die Deutschland bis heute geliefert hat, ist doch signifikant größer als die zu dem Zeitpunkt, als ich es gesagt habe. Das heißt, die müssen nicht mehr geliefert werden? Wenn das geboten ist, gebraucht wird und auch gewartet ist, dann ja. Aber wir sind an sehr vielen Baustellen dran, der Ukraine zu helfen. Warum hat die Partei aufgehört, die Drohnenanschläge der US-Armee, fragt der Fabri über Twitter, welche über Rammstein laufen, als Menschenrechtsverletzung zu verurteilen? Das haben sie immer gemacht, als sie in der Opposition waren. Jetzt wird es darüber ruhig. Das ist nicht wahr. Das alles, was völkerrechtswidrig ist, ist zu verurteilen. Es ist völlig egal, ob es die Amerikaner sind oder jemand anders. Und das tun wir auch weiterhin. Johnny D. möchte wissen, warum braucht Deutschland als eines der letzten Länder Europas weiterhin eine Maskenpflicht in Zügen und Flugzeugen? Weil es schützt. Die zu den Flugzeugen sollte es im Übrigen gelten für alle Flugzeuge und nicht nur für Linien. Also Regierungsflieger? Beispielsweise. Ich glaube, dass die Intensität der Debatte ein bisschen groß war, aber dass es ein Gleichbehandlungsgebot auch da geben muss, ist eine Selbstverständlichkeit. Und das ist Teil dessen, was wir hier als Schutzmaßnahme miteinander erarbeitet haben, weil es Schutz gibt. Das ist eine klare Forderung. Sie sagen also, Maskenpflicht an Regierungsfliegern kann das Kabinett ja auf den Weg bringen. Ja. Mac Drotz schreibt über Twitter, ich bin 27, gerade ins Berufsleben gestartet und Long-Covid hat mich aus dem Leben gerissen. Warum wird so wenig und so zurückhaltend in der Politik bezüglich dieses Themas agiert? Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung nicht nachvollziehen. Ich war jetzt dieses Jahr 4 Monate hart lädiert, hatte viele Schwindelanfälle, teilweise viele am Tag. Ich habe immer noch welche, nur noch einige wenige die Woche. Und dementsprechend kann ich das nicht nachvollziehen. Und wir sind noch in laufendem Gespräch auch mit dem Gesundheitsminister über dieses Thema. Es braucht mehr Anstrengung, mehr strukturelle Hilfe für diese Leute, auch nach der Pandemie. Da sind aber viele Leute dran, das auch hinzubekommen miteinander. Philipp Trabert, danke für die persönliche Schilderung. Philipp Trabert über Instagram möchte wissen, wenn es Asyl für jeden politisch Verfolgten gibt, warum dann nicht für Edward Snowden und Julian Assange? Snowden ist nicht hier und wir kriegen den auch hier nicht rein. Die Russen werden den auch nicht mehr rauslassen. Und die Frage Assange ist nicht nur... Es gibt nicht nur ein letztes Urteil in Großbritannien, auf das man noch wartet, sondern da ist auch natürlich die Frage, ob Großbritannien bereit wäre, ihn auch rüberzulassen, bevor sie ihn in die USA abschieben, wo ihm wirklich Schlimmes droht. Und da kann ich versichern, dass Annalena Baerbock da sehr viele Gespräche zu diesem Thema auch schon geführt hat. Dass sie in ihrem Job das nicht irgendwie mit einem Lautsprecher versehen machen kann, ist eine Selbstverständlichkeit. Zeit für 2 Fragen haben wir noch. Sebi 7610 schreibt über Instagram, werden Sie als Politiker mit Migrationshintergrund im Bundestag manchmal immer noch angefeindet? Ja. Im Bundestag? Zuweilen. Es gibt da so eine Partei, die haben es nicht so mit uns. Wie äußert sich das? Zwischenrufe, Posts. Ich würde in Deutschland die Scharia einführen wollen. Kann ich nur sagen, lass uns auf dem Appleboy treffen und über die Scharia diskutieren. Ja, klar. Eine Frage zum Abschluss ist unangenehm, aber die ist vielfach gekommen, deswegen stelle ich sie. Sie haben Ihr Studium nicht abgeschlossen, sagt zum Beispiel Matthias Forster, aber wirklich auch viele andere auch. Stimmt. Ist das nicht problematisch, fragt er, nicht über eine Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium als Politiker zu verfügen? Eine Frage vorher, warum ist das unangenehm, diese Frage zu stellen?
Für Sie? Na, ich finde es gar nicht. Ich hatte persönliche Komplexe damit. Meine Eltern haben beide zwei Hochschulabschlüsse. Meine Schwester ist Ingenieurin. Und es war für mich familiär belastend. Aber das ist meine Angelegenheit. Das macht mich nicht zu einem besseren oder einem schlechteren Menschen, auch nicht Politiker. Und in diesem Land sollten alle Berufsgruppen und alle Menschen auch Repräsentanzen finden im Deutschen Bundestag. Nicht nur Leute aus dem öffentlichen Dienst oder Juristinnen und Juristen. Die haben ihre große Berechtigung, aber alle anderen auch. Dann drehen wir es doch mal um mit der Frage von Arthurs Amak zum Abschluss. Der hat uns über Twitter geschrieben, welche Qualifikationen besitzen Sie denn für Ihr Amt? Für das Amt des Parteivorsitzenden ist das Vertrauen der Leute per se Qualifikation, weil wir harte Kriterien haben in dieser Partei miteinander und die Leute wählen nicht einfach, sondern die schauen sich jemanden ganz genau an, bevor sie die Person wählen. Und das ehrt mich und zeichnet mich ungemein, dass ich ein großes Vertrauen genossen habe und dieses Amt bekommen habe. Ich habe das im Parteivorstand schon mal 4 Jahre gemacht. Ich habe jetzt 16 Jahre im Bundestag gesessen bisher. Ich glaube, dass die Erfahrung, die man da mitbringt, nicht klein ist. Wir hören gerade Sirenen, hat nichts mit uns zu tun, aber vielleicht ist ein Schlussgong, denn wir sind am Ende. Omid Nuripur, vielen Dank für Ihre vielen Antworten hier. Vielen Dank vor allen Dingen aber für eure Fragen bei Frag selbst. Das Format geht genau in einer Woche weiter. Dann steht Tina Hassel an ihrer Stelle und ihr könnt alle Fragen stellen an den CDU-Vorsitzenden und Oppositionsführer Friedrich Merz. Macht euch also schon mal bereit, legt los. Danke fürs Interesse und noch einen schönen Restsonntag. Ciao.